Älteste Berichte über den Verlauf der Seidenstraße stammen aus der griechisch-römischen Antike, als Herodot um 430 vor Christus die Stationen der Route grob beschrieb. Es verband drei der wichtigsten asiatischen Kulturräume: Iran, Indien und China. Das Land ist über große Strecken durch Wüsten gekennzeichnet. Stützpunkte auf der Reise boten eine Reihe von alten Oasenstädten. Auf dem neu errichteten Tsasti-Imon-Platz im Zentrum von Taschkent befindet sich das Kafal-Shashi-Mausoleum. Es wurde in den Jahren 1541 bis 1542 errichtet. Das schlichte Backsteinmauerwerk mit der kleinen Kuppel wirkt unauffällig. Es stellt eine Spielart der mehrzelligen Mausoleen dar, welche Bauform im 16. Jahrhundert beliebt war. Im Mausoleum liegt das Grabmal des 926 nach Christus verstorbenen Imam Abu Baki Kafal Shashi. Er war der Mann, der den Islam nach Taschkent brachte. Nach dem Kafal Shashi Mausoleum wurde in unmittelbarer Nachbarschaft das Hanaka Mausoleum erbaut. Charakteristisch sind die zwei Kuppeln. Ende des 16. Jahrhunderts wurden diese beiden Mausoleen zusammen mit einigen anderen Gebäuden zu einer Medrese umgebaut. Sie trug damals den Namen des Herrschers Nafrut Ahmed, der den Beinamen Barak Chan hatte. Heute spricht man allgemein nur noch von der Medrese Barak Chan. Während es heute in Tadschikistan nur noch wenige Baudenkmäler gibt, sieht man im Zentrum von Bukhara einen noch fast vollständig erhaltenen orientalischen Stadtkern. Ab wann sich die Siedlung Bukhara entwickelte, ist unbekannt. Die älteste gefundene Töpferei im Stadtgebiet stammt aus dem Jahr 300 vor Christus. Jahrhundertelang wechselten sich immer neue Herrscher in Bukhara ab. War die Stadt doch wegen der zentralen Lage an der Seidenstraße für alle Mächtigen von strategischer Bedeutung. Diese Phase der Unruhe fand erst ein Ende, als die persischen Samaniden im Jahr 865 an die Macht kamen. Die Samaniden sind eine persischstämmige muslimische Dynastie, die im 9. und 10. Jahrhundert vom östlichen Iran bis zum westlichen Tadschikistan und Teilen von Usbekistan herrschten. Das Mausoleum der Samaniden aus dem 10. Jahrhundert ist eine Grabstätte von Ismail Samanis. Es ist das älteste erhaltene Zeugnis islamischer Architektur in Zentralasien und das einzige Baudenkmal der Samaniden-Dynastie, welches erhalten geblieben ist. Architektonisch lehnt sich der Bau an einen Feuertempel an, wie wir ihn aus der Sassanidenzeit kennen. Das Mausoleum besitzt einen quadratischen Grundriss mit einer Seitenlänge von 10 Metern. Die Zitadelle Ark war die Residenz der Khane Bukharas. Neueste Ausgrabungen belegen, dass sich bereits ab dem 4. Jahrhundert vor Christus hier eine Befestigungsanlage befand. Der Bolo-Hauts-Komplex liegt in unmittelbarer Nähe der Festung Ark. Der älteste Teil des Komplexes stammt aus dem Mittelalter und ist ein Hauts, was übersetzt Teich bedeutet. Ab dem Jahr 1712 wurde daneben eine Gemeindemoschee erbaut, die der Emir Schach Murad jedoch Ende des 19. Jahrhunderts zur Freitagsmoschee umwidmete. Nach der Eroberung Bukharas durch türkische Völker verlor die Stadt ab dem Jahrtausend an politischer Bedeutung. Die kulturelle Blüte der Stadt dauerte jedoch an, wie das Kalon-Minarett bezeugt. Die Backsteine formen einen monolithischen runden Turm, der sich von seinem Fundament bis zur Spitze verjüngt. An der Spitze befindet sich eine Rotunde mit 16 Bogenfenstern, aus denen zum Gebet gerufen wurde. Das Kalon-Minarett gehört zu einer aus dem 13. Jahrhundert stammenden Freitagsmoschee, von der jedoch praktisch nichts mehr erhalten ist. Die heutige dritte Moschee wurde im Jahre 1514 fertiggestellt.
Samarkand wurde um 750 vor Christus in der fruchtbaren Ebene des Erafschan-Flusses, einen westlichen Ausläufern des Fan-Gebirges, gegründet. Der Name Samarkand ist oktisch und bedeutet steinerne Stadt. Während unter den turk-mongolischen Timuriden im 14. Jahrhundert Bukhara zu einem Provinzzentrum abstieg, sollte die Hauptstadt Samarkand zum Mittelpunkt des Weltalls werden. 1868 kam die Stadt unter die Herrschaft der Russen, deren Einfluss man an den breiten Boulevards und schönen Parkanlagen bis heute sehen kann. Der Rechistan-Platz ist das Herz des antiken Samarkands. Das Ensemble der drei Medresen, Ulungbek, Sherdor und Tilakori, ist ein einzigartiges Beispiel für die Gestaltung des Hauptplatzes einer Stadt. Rechistan bedeutet sandiger Platz, denn in früheren Zeiten floss an dieser Stelle ein Fluss, der, nachdem er ausgetrocknet war, eine Menge Sand hinterließ. Medresen wurden immer nach dem gleichen Muster gebaut. Ein Hof mit vier Ecken, umschlossen von den Wohnzellen, und ein prächtiges Eingangstor mit Gitterwerk verkleidet. Die Ulugbek-Medrese wurde in der Zeit 1417 bis 1420 erbaut. Sie ist mit ihrem mächtigen Portal und dem Lanzettenbogen dem Platz zugewandt. Ein Mosaikpanel über dem Eingangsbogen zeigt Sternmotive, passend zu Ulungbeks Interessen. Auch die Flanken des 35 Meter hohen Portals schmücken azurblaue Sterne. Die Ecken flankieren hohe, proportionale Minarette. Im 17. Jahrhundert befahl der damalige Herrscher Samarkands, eine Kopie der Ulungbek-Medrese zu bauen. So wurde die Sherdor-Medrese in der Zeit 1619 bis 1636 der Ulungbek-Medrese gegenüber errichtet. Sherdor bedeutet die Löwentragende. Die sonnetragende Löwen jagen weiße Antilopen. Mit den Eckminaretten und geriffelten Kuppeln passt die Sherdor-Medrese genau zur Ulungbek-Medrese. In den Jahren 1646 bis 1660 wurde die dritte Medrese, die Tilakori-Medrese, erbaut. Tilakori bedeutet vergoldet. Der Hauptsaal der Medrese ist reich vergoldet, was ihr auch den Namen die Goldene einbrachte. Die Tilakori-Medrese diente nicht nur der Lehre der Studenten, sondern war auch lange Zeit eine der wichtigsten Moscheen Samarkands. Im 17. Jahrhundert war sie sogar die größte Moschee der Stadt. Die Moschee Bibi Hanum gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Samarkand. Im 15. Jahrhundert soll sie sogar die prächtigste Moschee der gesamten islamischen Welt gewesen sein. Bei der Konstruktion der drei Kuppeln kam eine besondere Neuerung zur Anwendung, die Zweischaligkeit. So konnte die 40 Meter hohe Außenkuppel des Hauptbauwerks völlig auf gesteigerte ästhetische Außenwirkung hingestaltet werden, während die innere Kuppelschale den Proportionen und der Ästhetik des 30 Meter hohen Innenraumes verpflichtet bleibt. Die gerippte Außenkuppel ist melonenförmig und turmartig erhöht. Bei der Dekoration der Moschee kamen alle Traditionen Mittelasiens, Persiens und sogar Anregungen aus Indien zum Einsatz. Vor allem die glasierte Keramik in Form von geometrischen Monumentalmosaiken, unzähligen feinen Arabesken und kobaltblauen, aufwendig goldverzierten Fayenzen imponieren. Das Gur-Emir-Mausoleum ist die Grabstätte einiger bedeutender Herrscher aus der Dynastie der Timuriden. Die Timuriden waren ein muslimisches Herrscherhaus, das von 1370 bis 1507 das Gebiet der heutigen Staaten Afghanistan, Iran und Usbekistan regierte.
Insbesondere ist hier Timur Lenk bestattet, welcher der Begründer und Namensgeber der Dynastie ist. Das Gur-Emir-Mausoleum wurde noch vor Timur Lenks Tod am 14. Februar 1405 fertiggestellt. Unmittelbar vor dem eigentlichen Mausoleum wurde ein zweiter, ebenfalls 12 Meter hoher Iwan errichtet. Rechts und links schließen sich zwei Arkadenmauern an, deren Verzierungen Nischen andeuten und der Front das Aussehen einer Medrese geben. Der Innenraum des Mausoleums besitzt einen quadratischen Grundriss, der durch vier Nischen vergrößert wird, sodass ein insgesamt kreuzförmiger Raum entsteht. Die Nischen sind wie ein Iwan ausgeführt und mit Stalaktit-Baldachinen in die Decke des Gebäudes überführt. Der Shashi-Sinna-Komplex in Samarkand ist eine der bekanntesten Nekropolen in Zentralasien und einer der Höhepunkte islamischer Baukunst. Es handelt sich um die Gräberstraße der Timuriden außerhalb der alten Stadt Afrasiab. Die ältesten Bauten werden in das 11. und 12. Jahrhundert datiert. Von ihnen sind nur noch Fundamente und die Grabsteine erhalten. Der Hauptteil der Bauten stammt aus dem 14. und 15. Jahrhundert, denn ab dem 14. Jahrhundert wurden die Adligen der Timuriden hier bestattet. Ein schmaler Weg, welcher durch drei Toranlagen unterbrochen ist, führt durch die Anlage auf einen Hügel. Alle Toranlagen bestehen in Laufrichtung aus doppelten offenen Bögen, sogenannten Shortaks. Hinter dem ersten Shortak liegt die Sommermoschee. Zwischen dem ersten und zweiten Tor geht es auf einer langen Freitreppe über den einzigen Stadtgraben von Afrasiab steil den Hügel hinauf. Der ganze Shashi-Sinna-Komplex ist ein einziges Majolika-Museum. Als Majolika bezeichnet man ein Fassadenelement aus gebranntem Ton oder gewöhnlichem Steingut, das anschließend mit einer deckenden weißen Zinnglasur überzogen wurde. Zum Schluss bemalte man es mit leuchtenden Farben. Mit der Timuridenzeit endete auch die Vorherrschaft der Stadt Samarkand. Im Jahr 1533 machte die usbekische Dynastie der Scheibaniden Bukhara wieder zur Hauptstadt des Landes. Bald wurde die Stadt zur wichtigsten Metropole in ganz Zentralasien und erhielt im 16. und 17. Jahrhundert zahlreiche Baudenkmäler, die das Stadtbild bis heute bestimmen. Die Altstadt Bukharas wurde 1993 zur Liste des UNESCO-Weltkulturerbes hinzugefügt, da sie das vollständigste und unberührteste Beispiel einer mittelalterlichen zentralasiatischen Stadt darstellt. Die Basare waren getrennt nach den angebotenen Waren. So gab es Basare für Teppiche, für Mützen oder für Schmuck. Die Miri-Arab-Medrese ist eine der schönsten Medresen in Bukhara. Sie entstand in den Jahren 1530 bis 1536 und ist bis heute ohne Unterbrechung eine islamische Hochschule. Auffällig ist das hohe Portal mit den türkisblauen Kuppeln links und rechts der Eingangshalle. Im nördlichen Kuppelturm ist der jemenitische Scheich Abdullah bestattet, der den Beinamen Miri Arab trug. Er gab der Medrese den Namen. Miri Arab hatte im 16. Jahrhundert in Bukhara großen Einfluss. Der Ulugh-Beg-Medrese wurde 1652, dem Kursprinzip entsprechend, die Medrese Abdulaziz gegenübergestellt. Das Kursprinzip bedeutet, dass einander gegenüberliegende Gebäude bezüglich ihrer Fassadenelemente aufeinander ausgerichtet sind. Das heißt, Durchgänge, Fenster, Ecktürme usw. so liegen einander gegenüber und ergänzen sich zu einem harmonischen Gesamtbild. Im Ostteil Bukharas befindet sich ein ungewöhnliches Monument, die Kor-Minor-Moschee. Kor-Minor bedeutet vier Minarette.
Inmitten eines traditionellen Wohngebietes ragen die vier himmelblauen Türme empor und vermitteln eher den Eindruck des indischen Taj Mahal als den einer Moschee. Das Emirat Bukhara verlor seine Unabhängigkeit nach der russischen Eroberung großer Teile Mittelasiens.